Beim Klettern bin ich ganz im Jetzt und bei mir. Alles andere rückt in den Hintergrund. Das macht so richtig den Kopf frei. Meinem Partner muss ich dabei blind vertrauen können. Und das Material muss einwandfrei funktionieren. Sicherheit ist auch in meinem Beruf absolut zentral. Als Chemiker im Kernkraftwerk Leibstadt bin ich für alle chemischen Abläufe in der Anlage verantwortlich. Auch die Abgaben an die Umwelt überwachen wir minutiös, um zu gewährleisten, dass keine Radioaktivität die Anlage verlässt. Der Schutz von Mensch und Umwelt ist hierbei oberste Maxime. Für die Chemieüberwachung setzen wir zahlreiche Messsysteme ein. Hier zum Beispiel messen wir die Leitfähigkeit an verschiedenen Stellen im Wasserdampfkreislauf und hier die Sauerstoffkonzentration im Wasser. Beides sind wichtige Parameter für den Korrosionsschutz. Die vielen Messwerte müssen analysiert und die Messsysteme gewartet und instand gehalten werden. Dadurch sind meine Kolleginnen und ich viel in der Anlage unterwegs. Als Chemiker ist man hier also keineswegs im Labor eingesperrt, was den Job sehr abwechslungsreich macht. Im Kühlturm des Kernkraftwerks überwachen wir die Wasserqualität. Zusätzlich nehmen wir auch Luftproben. Auch am Fluss unterhalb der Anlage nehmen wir Proben, um sicherzustellen, dass keine Schadstoffe das Kraftwerk verlassen. Alle Proben werden im Labor untersucht und ausgewertet und die Ergebnisse dokumentiert. Die Dokumentation macht wohl niemand so gerne. Aber die vielen unterschiedlichen und immer neuen Aufgaben lassen diesen Job nie langweilig werden. Die Chemie ist einem Kernkraftwerk sehr wichtig. Ohne uns Chemiker geht hier nichts.